bisher bei 30,9. In Heilbronn entsteht der neue Bildungscampus. Drei Bildungsinstitutionen ziehen dort ein. Darunter die German Graduate School of Management and Law, GGS. Lilian bekommt Liebesleben und Zukunft nicht unter einen Hut. Aber mir geht gerade so viel im Kopf rum. Uni, duales Studium. Sonja kann ihre Freundin Lilian nicht verstehen. Sie hat einen Mann zufrieden. Lilians Freund Vincent hat Geldsorgen. Er zieht zu seinem Bruder Robert. Besser wird's dadurch nicht. Robert packt. Robert betreut die Übernahme von Deckard Industries, eines amerikanischen Wettbewerbers. Roberts Vorgesetzter Christian hat aber ganz andere Pläne. Glaub mir, der hält sich nicht lange. Die Zahlen sind bereits geprüft. Es ist gut, dass Sie nochmal alles gecheckt haben, aber jetzt muss der nächste Schritt kommen. Viele der Zahlen sind völlig widersprüchlich, Christian. In den Unterlagen ist einiges, über das man stolpern kann. Stolpern werden wir beide, wenn die Übernahme nicht abläuft wie geplant. Also machen Sie Ihre Arbeit und stellen Sie meine nicht in Frage. Das war nicht meine Absicht. Aber die Sachlage ist die, schaffen Sie Lappalien aus dem Weg und sorgen für eine schnelle Unterschrift. Wenn Sie weiter Zeit verplempern, übernimmt ein anderer den Job. Die GGS hat ihren Sitz in Heilbronn, weil die Dieter-Schwarz-Stiftung ein klares Commitment für Bildung und Wissen in der Region hat. Das ist der Ursprungsgrund. Es gibt aber auch ein großes Potenzial. Die Unternehmen der Region, häufig Technologieführer, häufig getrieben von Ingenieurwissen, von Innovationen, haben aus unserer Erfahrung heraus Bedürfnisse im Bereich Managementwissen, im Bereich Rechtswissen, das so in der Form im Moment noch nicht abgedeckt wird. Wir haben uns bewusst dazu entschlossen, hier in der Region diese Weltmarktführer darin zu unterstützen. Wir sind im Dialog mit diesen Unternehmen und versuchen eigentlich konkret deren Problemstellung aufzugreifen, um damit neue Themen für unsere Studiengänge und für unsere Forschung festzulegen. Ja? Morgen. Verdammt. Ja. Hör zu, ich komme Samstagabend gegen 10 nach Hause. Hab verstanden. Ich versuche aufzuräumen. Wie läuft's bei dir, Bruder? Geht so. Ist eine ziemliche Herausforderung. Weißt du, ich kenne das nicht. Pass auf, Kleiner, ich gebe dir nicht gern Ratschläge. Das heißt, du musst dich jedes Mal durchregen? Du gefällst dir eine Rolle, ha? Alles kaputt zu machen, was dir gut tut. Deine Ausbildung, dein Studium. Aber das mit Lilian. Ich würde mir das überlegen. Der Anruf muss ja ein Vermögen kosten. Wirfst du das Geld in deinem Job auch so zum Fenster raus? Um ehrlich zu sein, versuche ich gerade genau das zu verhindern. Der Bildungscampus in Heilbronn ist ein deutschlandweit einmaliges Projekt. Wir haben drei Bildungsanbieter am Platz. Das ist die IM, das ist die Duale Hochschule Baden-Württemberg mit einer Außenstelle und das sind wir. Wenn gute Leute zusammenkommen und eine physische Nähe haben und zusammenarbeiten können, entstehen neue Ideen und eine Dynamik, die ich glaube, die einzigartig sein wird. Besten Dank. Geht doch nichts über Beziehungstipps von einem Single, der nichts kennt außer seiner Arbeit. Denk mal drüber nach. Muss ich nicht. Ich weiß jetzt, was ich will. Diesmal mache ich's richtig. Ich werde es nicht versauen. Gut. Dann bis übermorgen. Komm gut heim, Bruder. Kriegen wir Besuch?